ist der Diplom-Ingenieur Gernot Weil. Und von der ÖVP ist der Roman Wittenhofer. Guten Abend. Die konstituierende Sitzung ist öffentlich und sind mindestens drei Viertel des Gemeinderates erschienen, daher ist die Beschlussfähigkeit gegeben. Erster Tagesordnungspunkt, Anhörung der Gemeinderatsmitglieder. Gernot, darf ich bitte die Ja, das ist so. Ich bitte, dass die Gemeinderatsmitglieder die zukünftigen aufstehen. Ich lese die Gemeinde Angelobungsformel vor. Ich gelobe der Republik Österreich, uns dem Land Steiermark unverbrüchliche Treue zu bewahren, die Bundesverfassung und die Landesverfassung sowie alle übrigen Gesetze gewissenhaft zu beachten und meine Aufgaben unparteiisch und uneigennützig zu erfüllen, die Amtsverschwiegenheit zu wahren und das Wohl der Gemeinde nach bestem Wissen und Gewissen zu fördern. Die Angelobung ist von jedem Mitglied des Gemeinderates nach Aufruf des Namens durch die Worte "Ich gelobe" zu leisten. Löbel, Monika. Ich gelobe. Eckbauer, Rudolf. Ich gelobe. Lünecker, Ilse. Ich gelobe. Reitzler, Renate. Ich gelobe. Thor, Bernhard. Blumenzinger, Gernot Weil. Ich gelobe. Hilbrecht, Stefan, MPA. Ich gelobe. Hübler, Jürgen. Ich gelobe. Jauschneck, Heinz Peter. Ich gelobe. Beusch, Peter. Meixner, Grabert, Sonja. Ich gelobe. Moser, Andreas. Magister, Bichler, Paul, Beate. Bitsch, Martin. Ich gelobe. Schachner, Adrian. Ich gelobe. Sorger, Herwig. Ich gelobe. Sohn, Josef, Alois. Ich gelobe. Steiler, Eva, Maria. Ich gelobe. Weiß, Thomas. Ich gelobe. Wittmoser, Heimo. Ich gelobe. Und Wissenhofer, Roman. Ich gelobe. Zweiter Tagesordnungspunkt, Verteilung der Vorstandssitze. Es sind 5 Gemeindevorstandssitze zu vergeben. Auf die SPÖ entfallen 2 Sitze, auf die ÖVP ebenfalls 2 Sitze und auf die FPÖ 1 Sitz, Grüne 0 Sitze. Tagesordnungspunkt Wahl des Bürgermeisters. Ich ersuche um Einbringen der schriftlichen Wahlvorschläge. Das Bild mit dem Wahlvorschlägen. Okay. Vorschläge lauten SPÖ Rudolf Eichbauer, ÖVP Stefan Helmreich, MPA. Schreibt man zur Wahl, oder? Ja, schreibt man zur Wahl. Aber für gewisse, dass wir nicht mehr viel Zeit haben. Ja, ich glaube, das kann man natürlich wieder noch zu dem. Thank you.
So, gut, das sind 21 Stimmzettel. Schauen wir mal, wie haben wir das? Thank you.
Ja.
viel davon im Fall auf die UGI war? Das heißt, 11 Stimmen auf Stefan Elmreich. 11 Stimmen, Stefan Elmreich. Das heißt, wir haben einen neuen Bürgermeister. Herzliche Gratulation. Für die Wahl des Vizebürgermeisters wird von der SPÖ eingebracht und der Vorschlag hatte Rudolf Eckbauer. Stimmt. Holte ich auf. Bürgermeister bringt wahrscheinlich die ÖVP ein, oder? Der Wahlvorschlag für die Wahl des zweiten Vizebürgermeisters ist von der ÖVP eingebracht und lautet Herr Roman Wiesenhofer. Zwei Mandate bleibt der Gemeinde kassiert und das weitere Vorstandsmitglied. Und die Altersvorsitzende hat jetzt den Antrag zu stellen, wer wem der Kassier zugedacht werden soll. Und das ist dann mit Handzeichen abzustimmen. Wir schreiben den Antrag, dass er die Gemeinde kassiert erhält. Also wir stellen den Antrag, dass wir den Gemeinde kassiert stellen. Wer dafür ist, mit Handzeichen, hebe die Hand. Ja, bitte nur Gemeinderatsmitglieder. Gegenstimmen? Abgelehnt wurde, bringt die FPÖ den Antrag zur Wahl des Gemeindekassiers ein. Der Antrag ist vollständig.
Das Gericht ist wohl schon auf. Lachen auf. Lachen auf, für mich Sorge. Und das Blitzfeld ist automatisch an die herzlichen Gratulation. Thank you.
Danke. Thank you.
Ja,
das stehen. Elfmal Wiese noch da rum und stehen wir. So, wir schreiten zur Wahl des Gemeindekassiers.
Ich
13-mal Sonja Neisner-Gaber, 6-mal Lea und 2-mal Umbildung. Und Erfolg für die nächste Veränderung. Danke.